So, da sind wir auch wieder bei Heavy Rain und es geht jetzt zur zweiten Prüfung von Ethan. Der Schmetterling. Beim ersten Durchlauf habe ich ganz schön geschwitzt, da muss ich zugeben, aber ich hoffe mal, dass ich es diesmal besser hinkriege. Naja, wird schon schief gehen. Wohin soll ich jetzt? Es muss einen Hinweis geben. Oder irgendwas. Das ist das alte Pico-Kraftwerk. Ich dachte, es existiert nicht mehr. Das ist schon mal ein Schmetterling. Die Origami-Figur war ein Schmetterling. Suche ich jetzt einen Schmetterling? Was zur Hölle soll ich hier? Vielleicht eine Falle? Ich passe lieber auf. Aber er hat sich gut erholt, muss man sagen. Ja, aber man muss sagen, dafür, dass es ein stillgelegtes Elektrizitätswerk ist, hat es noch ganz schön viel Strom zu bieten. Dann mal los. Oh, das tut weh. Dann der Stacheldraht. Also, ja. Elektrische Kondensatoren. Dem Geräusch nach sind sie noch aktiv. Fragt sich nur warum? Ein Schmetterling an der Tür. Da muss ich hin. Alrighty, Sam. Ja, und hier ist man sehr an Sword 2 erinnert. Ich hoffe nur, das Ding geht nicht von selbst zu und verbrennt uns dann. Düstere, tiefe Stimme wie Hallo Herr Mars, ich möchte ein Spiel spielen. Alright. Dann mal rein mit uns. Auch wenn es uns nicht gefallen durfte. Oh nein! Gleich geht der Hochofen an, wir sind tot. Nett. Hilf nicht, Ethan, wir müssen durchklettern. Was liegt denn da auf dem Boden? Oh je. Glas! Das ist fies. Glas. Glassplitter. Messerscharf. Zurück geht nicht. Ich muss da durchkriechen. Ganz langsam. Sonst reiße ich mir die Arme auf. Verdammtes Scheißrohr. Sean wird mit... Reiß dich zusammen. Los, Ethan. Mann, Streichholz an. Die Streichholzflamme. Sie zeigt, woher die frische Luft kommt. Ich muss nur dem Windhauch folgen. Alright.
vor allem für die Knie muss das furchtbar sein. Reiß dich zusammen. Los, Ethan. Welche Richtung jetzt? Ich muss mich irgendwie orientieren. Wer nur die ganzen verdammten Glasscherben hier verteilt. Also okay. Reiß dich zusammen. Los, Ethan. Diese Schmerzen. Ich halte das nicht mehr aus. Ich muss hier raus. Es muss einen Ausgang geben. Ich hoffe, ihr seht diesen roten Rand auch. Ich denke mal, das ist sein Schmerzgrad und wenn der zu doll wird, dann sind wir erledigt. Okay, jetzt können wir. So, so geht's jetzt lang. Da lang also. Okay. Es ist so dunkel hier. Wo sind die Streichhölzer? Ich gebe nicht auf. Ich gehe den Weg bis zum bitteren Ende, um meinen Sohn zu retten. Die Einstellung, Ethan. Okay. Was machst du da? Was machst du da für einen Quatsch, Mann? Du sollst doch nicht umdrehen. Ach, naja. Er mag es scheinbar durch das Glas zu wandern. Vielleicht zum Ausgang. So, ist jetzt wieder ein. Tja. Tut mir auch leid, Ethan, aber wer so bescheuert ist, einfach mal umzudrehen, zurückzukriegen zu wollen, der muss halt damit leben. Da sehe ich Licht.
die Streichholzflamme. Sie zeigt, woher die frische Luft kommt. Ich muss nur dem Windhauch folgen. Ich glaube, da ist endlich Schluss mit der verdammten Kriecherei hier. Ja. Endlich. Oh. Geht doch. Oh, schaut euch nur die Knie an. Oh. Ich habe sowieso keine Wahl. Es gibt keinen anderen Ausweg. Ich weiß nicht mal, wohin es da geht. Möglicherweise direkt in die Hölle. Springen? Oder nicht springen? Scheiße. Wir springen. Okay. Ich schätze mal, ich habe keine andere Wahl. Dann los. Und damit her. Oh Mann. Okay, da müssen wir jetzt scheinbar durch. Yep, da ist ein Tisch und da ist auch wieder das Schmetterlingszeichen. Ich denke mal, da können wir einfach abhauen, wenn wir es wollten. Aber das tun wir nicht. Ja, das wird jetzt echt ein Drahtseilakt hier. Erste Etappe geschafft. Schaffen wir schon. Wenn ihr denkt, ach, das ist einfach, wartet ab, das wird noch besser aussehen. Voller Körpereinsatz für beide. Okay, das sieht mir als die einfachste aus. Bleib bloß vorsichtig gießen. Komm, du schaffst es. Yeah.
Ach, geht doch. Ja, ich stelle mich deutlich besser als beim ersten Versuch. Gott. So, das. Ruhe mit dir. Ah. Geht doch. Ein paar Buchstaben mehr. Diesmal eindeutig weniger verletzt als beim letzten Mal.